Hi, ich bin Hannah von den Dogspotters und ich bin gerade im Museum der Bildenden Künste, also im Festivalzentrum. Und neben mir sitzt Christoph de Hechtel, der Leiter des Festivals. Und danke, Herr de Hechtel, erstmal, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und uns ein paar Fragen beantworten. Sehr gern. Gleich mal zu Anfang, wie geht's Ihnen denn so am Tag der Eröffnung? Wie super relaxed und gleichzeitig wahnsinnig froh darüber, dass nach 2 Jahren, die ich jetzt in Leipzig bin, zum ersten Mal ein Festival richtig mit Gästen und Begegnungen, Austausch stattfinden kann. Letztes Jahr war das ja so eine Art Notausgabe, wo wir 2 Filme gezeigt haben, aber eben mit halbleeren Kinos und ohne irgendwelche Filmemacher. Jetzt sind plötzlich alle da und hier ist was los und es ist ganz großartig, ein tolles Gefühl. Das klingt wunderbar. Sie haben es ja gerade schon gesagt, Ihr erstes Jahr beim Doc-Film war im Prinzip das komplette Corona-Jahr. Und vielleicht können Sie noch mal genau sagen, was jetzt dieses Jahr der größte Unterschied ist oder was auch einfach neu dazugekommen ist. Der größte Unterschied ist, dass es eine Impfung gibt und dass wir in der Lage sind, wieder zusammenzukommen, ohne dass man sich große Gedanken oder Angst machen muss und dass man damit wieder sowas wie Normalität, auch wenn die anders aussieht als früher, haben kann. Und dann haben wir nach dem Festival diesmal für diejenigen, die nie genug kriegen können oder diejenigen, die nicht zum Festival kommen können, noch 2 Wochen lang eine Auswahl von Filmen. Die meisten Filme in den Wettbewerben sind dabei, die wir online stellen, wo man deutschlandweit dann noch Doc Leipzig für 2 Wochen nachholen oder zum ersten Mal sehen kann. Und ich denke, das ist auch, auch die Zukunft von solchen Veranstaltungen, dass die als Mischung aus einer Vorort- und Online-Angelegenheit stattfinden. Und in dieser konkreten Festivalwoche, womit verbringen Sie da am meisten Zeit? Also, damit, dass ich sehr viel herumrenne. Ich glaube, mein Schrittzähler wird quasi dauernd rot ausschlagen, weil ich natürlich an allen Orten zugleich sein will und muss. Ich werde einige Filmgespräche machen, ich werde eine der Masterclasses moderieren, ich werde bei den Industry-Veranstaltungen sein, bei den wenigen, aber doch stattfindenden Cocktails Hallo sagen, hier mal eine Ansprache halten, da Gäste treffen, bei den Jurys nachhorchen, ob alles gut läuft und Fragen beantworten. Und das geht jeden Morgen quasi um 9 Uhr los mit unserer Teambesprechung und endet gegen Mitternacht im Koma. Das klingt ja nach ganz schön viel zu tun. Und was gibt es dann als Ausgleich für diesen doch etwas stressig wirkenden Festivalalltag? Während des Festivals gibt es keinen Ausgleich. Das muss man durchhalten. Also da muss einfach genügend Adrenalin vorhanden sein, um die 7 Tage durchzuhalten. Ich denke, das geht. Ich habe früher bei einem Festival gearbeitet, der Berlinale, die damals noch 11 Tage dauerte. Und auch dafür hält der Adrenalinspiegel eigentlich meistens an. Funktioniert schon. Zum Schluss noch eine Frage. Welchen Film würden Sie uns denn ans Herz legen? Was dürfen wir auf keinen Fall verpassen? Also natürlich muss ich als Leiter nicht nur des Festivals, sondern auch der Auswahl sagen, dass ich alle Filme toll finde, weil wir haben sie ja ausgewählt. Aber einer, den ich empfehlen würde, ist ein relativ kurzer Film, der ist nur so 45 Minuten lang. Der heißt Kopf, Faust, Fahne von Bettina Kunsch und der beschäftigt sich mit der Thälmann-Siedlung in Berlin, Prenzlberg. Das ist ein ehemaliges Kohlevergasungswerk, was dann stillgelegt wurde. Nach und nach wurde diese Technik einfach nicht mehr so gebraucht und dort wurde eine Wohnsiedlung errichtet, Plattenbauten, aber auch ein Park und mitten in diesem Park steht das Ernst-Thälmann-Denkmal. Dieser Film erzählt in kleinen Miniaturen, ich glaube es sind 10 kurze Teile, die Geschichte dieses Parks von den ursprünglichen Arbeiten, die da verrichtet wurden bei der Vergasung von Kohle und der Versorgung der Stadt mit Gas, bis hin zu der Geschichte Ernst Thälmanns. Es geht um die Erinnerungen seiner Tochter an den Vater, der ja im KZ ermordet worden ist. Es geht darum, was Thälmann bedeutet hat für die DDR. Es geht darum, wie man heute umgeht mit diesem Ort, mit dem Denkmal. Und es ist, wieder erwarten, keine dröge Geschichtsstunde, sondern es ist extrem spaßig. Es sind wirklich sehr lustige Momente auch drin. Es ist sehr nonchalant erzählt. Und gehört sicher zu den Filmen, die man auf keinen Fall verpassen sollte im Festival. Ja, das klingt ja nach einer hervorragenden Empfehlung. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle, dass Sie uns Frage und Antwort gestellt haben und sich die Zeit genommen haben vor allem. Und wenn ihr noch mehr Lust habt, was über die Leute hinter diesem ganzen Festival zu erfahren, dann guckt doch bei meiner Kollegin Nika vorbei. Die hat sich mit Marie Kloß unterhalten. Die ist noch mal spezifischer in die Auswahl der Filme mit eingebunden worden. Und dann danke ich euch erstmal, dass ihr euch das hier alles angeguckt habt.